Was ist Psychodynamik? Psycho ist klar, das ist das Psychische, das Seelische. Das ist ja das Metier, das hier ganz wichtig ist in der Psychotherapieausbildung. Und Dynamik bedeutet natürlich Bewegung. Die Psyche bewegt sich. Und was gibt es da für Modelle, welche Theorien, welche Auffassungen gibt es in der modernen Psychotherapie, die sich mit diesen psychodynamischen Dingen beschäftigt? Welche Auffassungen sind das? Was ist Psychodynamik? Wir müssen uns bei vielen Dingen darüber im Klaren sein, dass viele Dinge Theorien sind, Hypothesen sind, Modelle sind, die man beweisen kann, mehr oder minder beweisen kann oder eben auch nicht. Aber es sind griffige Möglichkeiten, abstraktere Möglichkeiten, um mit einem konkreten Geschehen, in dem Fall dem psychischen Geschehen, umgehen zu können. Also Theorien, Modelle, die ganz wichtig sind. Ursprünglich ist der Begriff in der Psychoanalyse angesiedelt. Natürlich in der Psychoanalyse, weil sie einer der ältesten Methoden in der Psychotherapiegeschichte ist, über 100 Jahre alt. In der Psychoanalyse haben wir das sogenannte Instanzenmodell von Instanz. Du kennst Instanzen bei Gericht. Da gibt es ein Amtsgericht, ein Landgericht, ein Oberlandesgericht und so weiter. Und auch hier diese Instanzen der Psyche, des Seelischen, also die Dynamik von Über-Ich, dem Begriff Über-Ich, es ist über dem Ich und dem Es. Diese drei Begriffe sind ganz wichtig und das sind Recherchebegriffe, die dich veranlassen können, ins Internet zu gehen und darüber zu recherchieren, was wird zu diesen Begriffen ausgesagt. Wie gesagt, Über-Ich, Ich und Es. Das Ich ist das Realitätsprinzip, ist die Realität eines Menschen, ist also diese Dynamik, in der er sich alltäglich, tagtäglich bewegt und vorhanden ist. Die Realität, das Realitätsprinzip Ich. Das Über-Ich als Forderung gegenüber dem Ich. Also das Über-Ich fordert gewissermaßen das Ich. Das sind alle Normen, das sind alle Gesetze, das ist eine Verfassung, das ist das Gewissen, das sind aber auch Religionen, das sind Kulturhandlungen, das sind gemeinsame Systeme, in denen man sich bewegt. Es ist aber auch das Ich-Ideal. Es ist so etwas wie die Erziehung, wie die Eltern, die mich erziehen, einfach auch und bestimmen, wo es lang geht und was ich in meinem Ich zu tun habe. Es ist generell der Überbau, also das, was wir sublimerweise in der Sublimation als Kulturleistung bezeichnen. Das Es als Gegeninstanz des Über-Ichs sind alle Wünsche, Triebe, alles Unterbewusste, auch in Formen zum Beispiel der Verdrängung. Also unsere Energie, von der wir leben. Wir haben ein Lustprinzip und dieses Lustprinzip ist für uns im Leben ganz wichtig. Also nochmal, das Ich als Realitätsprinzip, das Über-Ich als Forderung im weitesten Sinne gegenüber dem Ich, Normen, Gewissen, aber auch Ich-Ideal, Erziehung, Überbau und so weiter. Und das Es als Summe aller Wünsche, Triebe, Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, das Unterbewusste auch in Form zum Beispiel der Verdrängung. Und die Dinge, die wir im Leben verdrängen, die sind ja im Es dann beherbergt und drängen dann bei Gelegenheit wieder in das Bewusstsein, also in den Ich-Alltag zurück. Das Ich ist den beiden Dynamiken des Über-Ichs und dem Es ausgesetzt. Das heißt, hier haben wir eine starke Dynamik, gewissermaßen einen starken Druck von Seiten des Über-Ichs und von Seiten des Es auf das Ich. Und dieses Ich muss die mögliche Realität gestalten. Und Realität gestalten bedeutet, wie kann ich mich im Leben bewegen, sodass ich mit den beiden anderen Instanzen Über-Ich und Es klarkomme. Also Kompromisse zwischen Forderungen und Bedürfnissen hergestellt werden müssen. Nochmal, tatsächlich Kompromissbildungen zwischen Forderungen und Bedürfnissen hergestellt werden müssen. Und das ist natürlich generell eine Herausforderung und dadurch ist es auch immer wieder mit Angst verbunden, mit den typischen Bewältigungsängsten, die wir im Leben immer wieder haben. Und statt eben eine kardinale Angst zu bekommen, die dann eben auch eine kardinalere Störung sein kann, ist das in der Regel ein Abwehrverhalten, das bekömmlich ist, mit dem man sich arrangiert und mit dem man leben kann. Also in dieser Herausforderung von Dynamik entsteht der Begriff Abwehr oder entsteht
dieses Phänomen der Abwehr. Und generell können wir zur Abwehr sagen, es gibt so etwas wie Verdrängen. Es ist wichtig, dass wir nicht stets alle Dinge auf dem Schirm haben oder stets im Bewusstsein haben und dass wir Dinge eben auch vergessen, loslassen, verdrängen können. Dann gibt es die allgemeine Abwehr der Regression. Regression bedeutet, in einen früheren Entwicklungszustand zu gehen, wenn etwas konflikthafterweise nicht funktioniert oder etwas nicht gelingt. Dann kann man regressiv werden, kann sagen, naja, jetzt trinke ich, jetzt esse ich als Ausgleich, jetzt begebe ich mich mal in so eine Kindposition, tu mal so, als ob ich ganz unbescholten bin, etwas bin, um einfach gekehrt zu werden von jemand, also in dem Sinne geschützt zu werden, behütet zu werden, also nicht in der Lage zu sein, das zu vollziehen, also muss das jemand anders für einen tun. Das wäre ein typisch regressiver Akt. Also wir waren stehen geblieben bei dem Begriff Regression, also in einen früheren, vormals einigermaßen befriedigt erlebten Zustand zu erleben. Also etwas, wo man sagt, naja, wenn ich jetzt eher kindlich bin oder ich tue so, als ob ich nichts wisse oder ich habe keine Ahnung von etwas und verhalte mich dann regressiv, indem ich einfach nicht nachdenke, mich weigere mit dem Thema umzugehen und so weiter. Der vierte Begriff oder der dritte Begriff ist die Sublimierung. Und sublimieren bedeutet, etwas als anerkannte Kulturleistung machen. Also, stattdem ich eine Ehe eingehe, gehe ich lieber ins Kloster und werde Mönch und bin dem Zölibat unterworfen und bin dadurch einer anerkannten Kulturleistung innerhalb der Kirche. Die Kirche sorgt für mich. Ich sorge für die Menschen, indem ich bete und eben das Kirchliche und Religiöse mache, muss aber eben nicht eine Ehe eingehen mit all den Verpflichtungen, muss keine Sexualität ausüben und so weiter und habe etwas sublimiert. Oder der Schriftsteller sublimiert die Frustrationen, die er in seinem Leben erlebt hat, indem er einen Roman schreibt. Oder ein Maler malt etwas, weil er etwas ausdrücken will und weil er anerkannt sein möchte, eben auch als Maler. Und dann muss er sich nicht mit den Dingen an sich rumschlagen, um das mal ganz profan zu klären. Der vierte generelle Abwehrmechanismus ist die Projektion. Etwas von sich auf jemand anderen oder auf etwas anderes verlagern, um dann eben dadurch nicht selbst umgehen zu müssen, sondern es ist eben in der Außenwelt. Die Außenwelt hat ein Problem. Die Außenwelt ist schlecht oder die hat den Konflikt und es ist nicht in mir drin, ich muss mich nicht damit selber auseinandersetzen, sondern kann eben dann die Außenwelt bekämpfen, kann sie kritisieren und so weiter. Also nochmal generelle Abwehrmechanismen, die in der Dynamik, der Psychodynamik ganz wichtig sind, nämlich vermittelnd tätig sind zwischen dem Über-Ich, dem Ich und dem Es, sind Verdrängung, Regression, Sublimieren und Projektion. Es gibt aber auch noch eine spezielle Abwehr und spezielle Abwehr sind alle Arten von Bewältigung wiederkehrender Konflikte und Konflikte im weitesten Sinne. Konflikte sind also ganz üblich im Leben und sind lebenswert und sind die Lebensherausforderungen an sich, also letztendlich alle Störungen. Dazu wollen wir ein paar Zitate hören. Hier zum Beispiel das erste Zitat, es geht ja wie gesagt um Psychodynamik, aus der Website medizin-im-text.de. Unbewusstes und Bewusstes ergänzen sich, stehen nebeneinander oder kämpfen miteinander. Manchmal wenden wir viel Kraft auf, damit Teile von uns nicht ans Licht kommen, damit sie nicht offenbar werden. Und das nennt man Abwehr. Zum Beispiel versuchen wir, unsere Redeangst abzuwehren, um sie von der Gruppe, vor der wir sprechen, zu verstecken. Also haben wir irgendwelche Ausreden oder wir tun es nicht im Maximalfall und so weiter. Die Bewegungen und Kraftakte, die in der Psyche aufgrund von Konflikten und Ängsten stattfinden, sind die Psychodynamik. Welche Konflikte bestanden bereits als Kind, fragt man dann zum Beispiel in einem psychodynamischen Interview, also infantile Konflikte. Nicht gerade in der Psychodynamik und Tiefenpsychologie, es ist ja immer wieder auch sehr wichtig, zurückzugehen in die
Geschichte der Persönlichkeit in die Biografie hinein und zu sagen, naja, der hat wahrscheinlich schon als Kind ähnliche Konflikte gehabt, wie er jetzt hier auch als Erwachsener hat. Also welche Konflikte bestanden bereits als Kind? Welche Triebe mussten unterdrückt werden? Welche Bedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe oder genährt werden, buchstäblich, so ein Kind ist fast verhungert oder was auch immer. Und das sind ja Triebe, das ist ja unsere Energie, unsere Grundenergie. Und viele Triebe müssen wir tatsächlich unterdrücken, um einfach überleben zu können. Was hat die Konflikte wiederbelebt? Also was hat sie aktualisiert? Was sind aktuelle Konflikte? Nicht? Die Zweizeitigkeit, ein aktueller Konflikt zeigt ja meistens eine Zweizeitigkeit, eine sogenannte Zweizeitigkeit. Der ist nämlich aktuell, damit reif und damit hat er eine ganz wichtige Relevanz, verweist aber auch meistens auf ähnliche Konflikte, die dieser Mensch schon mal im Laufe seines Lebens gehabt hat. Wo besteht ein Wiederholungszwang? Meistens wiederholen sich Konflikte geradezu zwanghaft. Wie wird der Konflikt abgewehrt? Wie ist die Abwehrform? Intrapsychische und der interpersonelle Abwehr, also innerhalb der eigenen Psyche funktionierende Abwehr oder eben zwischen Personen, das nennen wir interpersonelle Abwehr. Wie sieht das Ergebnis aus? Also der Kompromiss oder das Symptom oder eben die Störung? Was ist dem Patienten, dem Klienten bewusst und was unbewusst? Was ist ihm noch nicht klar? Und das ist unsere Aufgabe, ihm dazu zu verhelfen, dass es bewusster werden kann. Was symbolisieren die Symptome des Patienten? Zeigen Sie den Wunsch des Patienten und oder die Angst vor dem Ausleben von Impulsen? Welche Bedeutung hat das Verhalten oder das Leiden oder das Symptom für den Patienten selbst und für andere Menschen? Wie sieht die Persönlichkeitsstruktur aus? Wie wurden die infantilen Konflikte bewältigt? Welche habituellen, also gewohnheitsmäßigen Abwehrmechanismen zeigt der Patient. Nehmen wir zum Schluss ein Beispiel für eine Psychodynamik. Wie gesagt, Zitat aus der genannten Website. Frau M. litt bereits als Kind unter der Abwesenheit ihres Vaters, nachdem er bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Dadurch kommt es bei ihr rasch zu starken Trennungsängsten. Ihre Beziehungen sind spannungsgeladen, da ihre Trennungsängste bereits dann aktiviert werden, wenn sie nicht weiß, wo ihre Bezugsperson sich zurzeit befindet. Therapieziel ist es, die traumatische Erfahrung aus der Kindheit zu bearbeiten, die Selbstständigkeit der Patientin zu stärken, und dadurch die Angsttoleranz in Trennungssituationen zu erhöhen. Die haltgebende therapeutische Beziehung kann dazu dienen, dass die Patientin neue Repräsentanzen von stabilen Beziehungen gewinnt. Zum Schluss wie immer Aufgaben zu dem Artikel. Was aus deiner Kindheit könnte dich zu was in deinem Erwachsenenleben veranlasst haben. Du bist ja so, wie du bist. Du hast deine Eigenheiten, deine Habituationen einfach auch, deine typischen Verhaltensweisen und das sind natürlich wichtige Abwehrleistungen. Und die haben sicherlich auch etwas zu tun mit deinen Kindheitserfahrungen. Also was aus deiner Kindheit könnte dich zu was in deinem Erwachsenenleben veranlasst haben? Und finde Beispiele der allgemeinen Abwehrarten Verdrängen, Regression, Projektion und Sublimierung. Beispiele von dir selber oder Beispiele von Menschen, die du kennst.